Willkommen zu Mario Kart, Alter. Wieso bin ich bei Mario Maker? Egal, willkommen zu Mario Kart 8, Alter. Und wisst ihr was Lustiges? In jeder Lobby, in der man ist, ist so ein Spasti dabei wie der unten links. Das ist ein richtiger Spast, Alter. Big Blue wähle ich aus. Und ich habe mir gedacht, ich mach mal einfach so ein fucking Video, Alter. So ein, mit dem motherfucking Donkey Kong mal wieder an meiner Seite. Und das ist ja eine eindeutige Kiste mit dem Big Blue. Und einfach ohne Thema, ich rede so über das, was mir in den Sinn kommt. Ich denke, das sind für mich so die besten Videos. Aber wir sehen uns im ersten Rennen, Alter. Big Blue! Die Lobby ist voller Deutschen und oder Deutsche und voller Franzosen, Alter. Ich habe mich gefragt gehabt auch. Ich fahre ja immer Donkey Kong mit dem Teddybär, weil der Teddybär einfach fucking geil ist, ne? So, da braucht man nichts zu erzählen. Das ist einfach ein richtig geiles Mob. Ich bin falsch gedriftet. Das ist einfach ein richtig geiles Moped. Aber man sieht zum Beispiel die ganzen Japaner. Die spielen. Controller, ich bin schon hier. Die ganzen Japaner, die spielen, dieses eine. Ist es dieses Käfer-Bike? Keine Ahnung. Die spielen, die haben halt zwei, drei Bikes. Und die spielen die halt immer. Ja, mein Controller hängt ein bisschen, ich merk's gerade. Dass er eben einfach so nach links gedriftet ist. Macht aber nichts. Die kleinen Rückschläge nehmen wir gerne in Kauf. Und wenn ihr da mehr wisst, was denn gut ist, dann lasst mich mal wissen. Weil ich schon gern mal Kombinationen ausprobieren könnte und würde. Vielleicht gibt es so richtige Troll-Picks, weißt du, wo man sagt so, oh, das fährt kein Mensch, weil das einfach absolut scheiße ist. Scheißegal, wie du spielst. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Welche Kombination. Und dann können wir da vielleicht mal etwas ausmachen. Aber ich meine, gut. Da ja meine Community, sage ich jetzt mal, was ja eigentlich gar nicht wirklich Community ist, weil das halt wirklich nur so. Ja, man, im Schnitt habe ich so knapp die 40 Zuschauer im Schnitt. Also das ist ja eine Sternrunde. Und dass da die Interaktionen dann da sind, ist ja zu erwarten, dass die ziemlich gering sind. Was ja auch überhaupt kein Problem ist, was ja an sich nichts Schlimmes ist. Mit den Pilzen kann ich jetzt nochmal nach vorne kommen. Auf Rang 3, die Grüne trifft mich nicht. Ich bin zufrieden, Alter! Schöner Einstand mit Rang 3. Rosalina hängt da irgendwo da hinten. Juckt mich nicht. Donut-Ebene 3. Mit dieser Map kommen für mich so ein bisschen die Kindheitserinnerungen hoch. Ich glaube, also es müsste sein wegen der kaputten Brücke. Das ist auf dem SNES im. Ist der Spezialcup? Also der letzte, den man freischalten muss, auf jeden Fall. Und Junge, das war die erste Strecke. Wenn ich daran zurückdenke, absolut schwer. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das Spiel auch gespielt habt. Warum habe ich jetzt nach hinten gefahren? Ich weiß nicht. Weil diese Strecke, klar, hier ist es viel einfacher, ne? Damals auf dem SNES war das einfach extrem schwer, diese Scheißstrecke. Generell das Scheißspiel, weil die Steuerung absolut nicht vorhanden war. Die war so richtig schön schwammig und lächerlich und keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall. Bei der Strecke kann man halt wenig reden, weil die echt ist echt kurz. Oh. Und zwar wollte ich mal fragen, so, das Video kommt am Samstag, könnt ihr mal reinschreiben. Mich interessiert es generell immer, was macht ihr so am Wochenende? So, habt ihr irgendwas vor? Das Wetter soll ja echt schön werden bis zu einem gewissen Punkt, dann fängt es an zu gewittern. Ich für meinen Teil, kann ich nach vorne schmeißen, scheiße jetzt, gehe nach Speyer, so heißt der Ort, glaube ich. Da ist ein Sea Life und ich war schon mal in Sea Life in Oberhausen, das ist da bei Köln. Das ist aber schon, keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahre her, weiß ich nicht mehr genau, war ich halt noch ein Kind. Und meine Freundin war da halt noch nie. Und deswegen möchte ich da auch vor allem mit dir hin. Und wir machen uns halt einen schönen Samstag, indem wir dann noch nach Heidelberg fahren, in den Zoo. Weiß halt, ob der Zoo gut ist oder eher nicht. Ich glaube, vom ersten Platz kann ich mich verabschieden. Ja, jetzt erst recht. Aber mit dem zweiten Platz nehme ich zufrieden. Ich denke, der Zoo wird ziemlich schön sein. Und jetzt bin ich zweiter. Und ich erzähle gleich weiter vom Zoo und was ich so mache. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch irgendwie sowas vorhabt. Ob ihr irgendwas Spannendes vorhabt, keine Ahnung. His Girl wird nur letzter. His Girl wird nur letzter. Ständig. Big Blue, Alter. Erneut Big Blue.
was will man sagen? Diese Strecke wird anscheinend häufig gewählt. Ich verstehe nicht genau, warum die so beliebt ist. Ich feiere die jetzt nicht so hart. Das war Wario Abfahrt zur Auswahl, ne? Und die Leute wählen nicht Wario Abfahrt, obwohl Wario Abfahrt einfach die viel geilere Strecke ist. So mit Abschnitten und so. Es macht schon Spaß, sie zu fahren. Aber ich habe natürlich hier nichts zu entscheiden. Das ist ja Demokratie, die hier vonstatten geht. Deswegen fahren wir erneut Big Blue. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wurde Dritter oder Zweiter. Dritter, ja, das war die erste Strecke, genau. Und fuck! Nein, ich falle runter, Junge! Auf jeden Fall fahren wir nach Heidelberg in den Zoo. Und ich weiß halt, ich habe mir eine Liste angeguckt, was es da für Tiere gibt, aber ich lasse mich immer überraschen. So, ich mag Zoos auch. Zoo, ich weiß, es steht immer in der Kritik, weil man. Ach du Kacke! Weil man. Ja, die Tiere werden ja meistens nicht sehr artgerecht gehalten. Und das ist mir alles bewusst, ne? Nichtsdestotrotz gehe ich gerne in Zoos, weil Zoos halt zum Beispiel mit ein Grund sind für eine Artenerhaltung. Es gibt... War da ein Blitz? Ehre, Alter! Ehre! Noch ein Blitz? Was? Oder ist es nur ein Anzeigebug? Aber wenn jetzt zwei Blitze werden... Krass. Ich komme gleich. Wenn jetzt zwei Blitze werden, übel krass. Und bin ich voll raus gerade. Ich probiere es mit einem Pilz, weil jetzt das Ende kommt. So, Zoos sind echt gut für die Artenerhaltung. Krieg ich den noch? Krieg ich den noch? Krieg ich den noch? Nein, krieg ich nicht. Fünfter Platz. Ehre aller. Ja, auf wo hängst du denn jetzt? Ah, endlich. Oh, oh, Jungs. His School. Neunter Platz. Von 11. 100 Ebene. 3. Das ist heute Part der doppelten Strecken. Ich glaube, wir sind heute wirklich nur zwei Strecken gefahren. Big Blue zweimal und zweimal Donnerstrecke. Naja, was willst du machen? Liegt halt nicht in meiner Hand. So, die Leute wollen's. Ich feiere es jetzt nicht so, immer die gleichen Strecken zu fahren, aber gut. Was willst du machen? So, die Zoos, wie gesagt, sind da, um Tiere zu erhalten. Ich glaube, persönlich kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, aber ich bin mir fast sicher, in dem Punkt, dass es ohne Zoos einige Tierarten gar nicht mehr geben würde, weil halt der natürliche Lebensraum abgeholzt wird zur Ressourcengewinnung. Und deswegen bin ich schon ein Fan von Zoos, aber klar, ich finde, man kann die Tiere artgerechter halten. Und ich hoffe, da kommt auch was in Zukunft mal, dass da was geändert wird. Ich kann sein, dass ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, es ist sogar schon um einiges besser, als es damals war, was so die Haltung angeht. So, mal gucken, ob ich jetzt hier schön smooth drüber fahren kann. Ja, der hat nur eine Münze. Hui. Der sollte man nämlich. Und deswegen, ich freue mich auf Sea Life und auf Zoo. Sea Life ist echt nice. Also damals fand ich es echt Hammer. Ist klar, Toxi, der Heslon. What the fuck? Und da freue ich mich auch mal einen schönen Tag mit der Freundin. Ich werde ein paar Bilder machen für meinen Instagram-Account. Wer dort folgen möchte, kann das gerne machen. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und wenn euch meine Videos gefallen und ihr auch generell dieses, wenn euch dieses Video gefällt, für dieses Video könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr Kritik habt, Anregungen, gerne in die Kommentare. Ist nicht verboten, ist sogar gewünscht. Nein! Guckt euch's an! Jetzt wäre ich schön davongezogen. Und damit beende ich... Was? Beende ich das hier echt? Ich schieße den echt mit dem vorletzten Platz oder so ab. Nee, neunter. Naja, Jungs, lasst ein Abo da, wenn euch mein Content generell gefällt. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag, beziehungsweise wenn ihr das Video am Sonntag seht, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und generell ein schönes Wochenende. Haut rein, Jungs, viel Spaß.